Hallo und herzlich willkommen zu Time to Shine und heute, wie ihr sehen könnt, der Snobilicat Edition, Alola Snobilicat, um genau zu sein. Und hier können wir das Team vom Gegner sehen, was ich mir kurz mal notiere. Wir haben einen Muruder, einen Mantax, ein Felinara, das könnte ganz schön gefährlich werden, ein Pampros, ein Glurak und ein Patinaraja, okay. Ich sehe, wenn Patinaraja weg ist, geht Aerodactyl auf jeden Fall durch. Ich würde sagen, wir leaden hier mit Snobilicat. Er wird sehr wahrscheinlich mit Pampros leaden. Ja. Und Amoroso könnte hier auch gut durchgehen, tatsächlich. Ja, ich sehe die Setup-Möglichkeiten. Bin gespannt, ob unser Snobilicat dann ein bisschen helfen kann. Wäre natürlich ärgerlich, wenn er jetzt wirklich mit Pampros leadet und die Tarnschiene rausholt, weil dann ist das Nobilicat-Lead nicht der beste. Aber das werde ich jetzt ja gleich sehen. Allgemein Pampros ist hier so ein bisschen das Problem, was ich sehe. Ich hoffe einfach, dass er nicht damit leadet. Aber ich befürchte es fast. So. Dann schauen wir doch mal, was jetzt kommt. Donkey, okay, Pampros-Lead. Das ist schlecht. Das ist tatsächlich sehr, sehr schlecht. Aber ich kann hier eigentlich immer Toxin drücken. Ich glaube nicht, dass er auf Body Press gehen wird. Ich glaube nicht, dass er hier auf Body Press gehen würde. Er wird entweder auch auf Toxin gehen oder wahrscheinlich eher sogar die Tarnsteine rausholen. Gut, dann schauen wir doch mal, was er macht. Aber wir haben das schon mal vergiftet, das ist wichtig. Katapult setzt er ein, okay. Womit hat er denn jetzt gerechnet? Das finde ich interessant. Okay, Xatu dachte er. Okay, sehe ich auf jeden Fall. Das sehe ich. Aber dann machen wir es jetzt einfach so, dass wir jetzt in Xatu gehen. Stimmt, ja natürlich. Er will keine Tarnsteine rauslegen, wenn er Angst hat, dass wir auf Xatu einfach gehen können. Gut. Dann gehen wir jetzt mal in Xatu, weil das Spiel kann nicht unendlich lange spielen. Und wir haben physisch-defensives Xatu, also selbst wenn... Der wird uns nicht so viel machen mit Erdbeben. Jetzt die Tarnsteine wären sehr cool. Perfekt. Und zurückgeworfen. Das finde ich super gut. Das finde ich optimal. So. Was machen wir hier an der Stelle? Will er drin bleiben, ist die Frage. Ich glaube eigentlich nicht. Also das Toxin spielt schon gegen ihn. Klar macht es jetzt noch nicht so viel Schaden. Aber ich kann ja einfach hier mal auf den Teleport gehen und schauen, was er dann macht. Ich gehe hier mal auf den Teleport. Okay, er geht raus. Sehr gut. Dann haben wir die Switch Advantage. Dann haben wir hier die Switch Advantage. Okay, Muruder kommt rein. Sehr cool. Was machen wir dagegen am besten? Was machen wir dagegen? Das ist physisch offensiv halt schon echt gut dabei und physisch defensiv oder allgemein defensiv auch. Amoroso Setup kann ich hier nicht machen. Wie wäre es mit Pion Draghi? Ist es hier schon die Zeit für Pion Draghi, sich zu setupen? Ich kann es mal versuchen tatsächlich. Bei Aerodactyl auf jeden Fall noch nicht. Aber ich kann es mal versuchen, mit Pion Draghi hier einen Schwertanz rauszuholen. Weil was soll er uns tun? Erdbeben. Okay, wir haben die Schuckelberry. Also Erdbeben würde ich hier nehmen. Das wäre kein Problem. Aber er hat Angst vor dem Abschlag. Das heißt, er wird... Okay, er bleibt drin tatsächlich. Mutig. Das finde ich mutig. Jetzt kommt halt das Erdbeben. Ziemlich sicher. Turbodreher kommt. Okay. Ja, das ist fein für mich. Nimmt da halt die Tarnsteine wieder raus. Okay. Und jetzt? Jetzt bekommt er halt einen +2 Abschlag reingedrückt. Und das will er halt auf keinen Pokémon haben. Nicht mal auf Felinara. So. Bin gespannt, was er hier reinwechseln will an der Stelle. Okay, er wechselt nichts rein. Ah, okay, er hat die Culberberry, also die Anti-Unlichtbeere. Aber selbst das killt halt einfach. Damit ist Muruder schon mal down. Das ist sehr, sehr gut. Erstes Pokémon erledigt. So, jetzt muss er mit dem Pion Draghi hier erstmal klarkommen. Selbst wenn Trunks kommt. Wer ist Trunks? Patinaraja. Wir sind schneller, wir haben Erdbeben. Was will er uns tun? Also, er wird uns nicht one-hitten können.
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ihn one-hitten. Vielleicht nicht ganz, aber wir machen auf jeden Fall sehr, sehr guten Schaden. Wir sind schneller. Und ja, ist ein One-Hit. Damit ist Patina Raja auch erledigt. So. Gut, jetzt wie will er mit dem Pion Drage hier umgehen? Bisher habe ich noch keine Lösung von ihm gesehen. Okay, jetzt kommt hier Pampros wieder rein. Hier wird halt ein Erdbeben kommen. Wir haben die Schokeberry. Aber will ich das Risiko eingehen? Also eigentlich kann ich mir Pion Drage hier noch aufheben. Und er muss auf Erdbeben gehen. Das heißt, wir können hier safe in Xatu gehen. Wir können hier ganz safe in Xatu gehen. Ich muss ja nichts riskieren. Das Pion Drage können wir uns noch gut aufheben. Da kriegen wir noch mal ein Setup raus. Und die Schokeberry haben wir immer noch. Ja, Erdbeben kommt. Genau. Musste er machen. Er konnte hier nicht predicten. Weil sonst wäre Pion Drage durch sein Team durchgegangen. Gut, er bekommt nochmal Giftschaden. Und was würde er jetzt machen? Geht er jetzt auf Katapult, ist halt die Frage. Ich kann ja einfach mal auf Wunschtraum gehen, würde ich sagen. Ich schau mal, was er macht. Okay, er geht raus. Er geht hier raus an der Stelle. Sorry, Steve, kommt rein. Mantax. Mantax ist fein. Das heißt, hier können wir den Wunschtraum abwarten und erstmal auf den Toxin gehen. Weil was will uns Mantax? Eisstrahl, okay. Wir sind zwar physisch defensiv, also auch nur ein Mantax, was sehr wahrscheinlich auch defensiv sein wird. Das heißt, das Toxin hier nehme ich auf jeden Fall. Ja, das Toxin hier nehme ich. Und außerdem haben wir jetzt hier gerade einen Wunschtraum draußen. Selbst wenn jetzt der Eisstrahl kommt, okay, dann halten wir uns halt wieder hoch. Perfekt, Toxin auf Mantax ist drauf. Auch sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Die Frage ist, was setzt er jetzt ein? Siedewasser, okay. Bitte kein Burn, also Burn wäre nicht so cool. Na, natürlich kriegen wir den Burn. Aber ist okay. Wunschtraum kommt. Und ich würde sagen, gehen wir hier hart raus, oder? Das ist die Frage. Eigentlich will ich Xatu bei relativ hohen KP haben. Aber ein Siedewasser, wobei wir haben Viscogon. Wir haben Viscogon. Wir können hier hart in Viscogon rausgehen. So. Damit ist Xatu immer noch bei relativ vollen KP. Okay, verdammt, er wechselt raus. Schade. Dann wäre Teleport doch der Play gewesen. Dann wäre Teleport der Play gewesen, aber warum wechselt der Glurak in unser Viscogon rein? Was will er damit anrichten? Also, ich kann hier einfach meinen Draco droppen und schauen, was er macht. Okay, er geht wieder raus. Hä, wieso? Was war das denn für ein Switch? Okay, Pinky kommt. Gut, Filinara natürlich. Ja, war jetzt nicht der klügste Play. Ich hätte doch auf die Schlammwoge gehen können. Oder sollen. So, was macht er? Er wird uns nicht one-hitten können. Keine Chance. Aber wir brauchen Viscogon tatsächlich nicht. Und ich will auch keine zwei Schallwellen unbedingt auf Pion Draghi. Weil die wird er nicht überleben. Das heißt, wir drücken hier einfach mal Schaden auf Filinara. Okay. War jetzt nicht so viel. Schallwelle kommt natürlich. Wie viel macht das? Mehr als die Hälfte, oder? Ne, nicht mal die Hälfte, ja. Alter, Viscogon ist einfach eine Bestie. Nicht umsonst mein Lieblingsdrache. So. Er hat auch kein Patinaraja mehr, das heißt, er hat kein Switchen für die Schlammwoge und wir können weiter auf Schlammwoge gehen. Das Duell hier verliert er auf jeden Fall. Das verliert er. Oder ist das so ein Wunschtraum-Schutzschild-Set? Ne, Schallwelle, okay. Gut. Damit sollte das hier ein besiegtes Filinara sein, weil ich glaube nicht, dass er das nochmal aufheben wird. Und wir gehen nochmal auf die Schlammwoge, weil das gegen alles der beste Move ist. Außer natürlich gegen Patinaraja und das Eisstrahl, aber das wäre eine Prediction, die wir nicht eingehen müssen. Gut, Filinara ist auch erledigt. Also bisher geht das Team hier richtig, richtig gut auf. Snobilikat konnte zwar noch nicht so viel zeigen, aber vielleicht kommt es ja noch. Gut, jetzt kommt Glurak. Da können, also er wird uns auch nicht killen können. Das heißt, wir können hier trotzdem den Draco rausholen. Delegator kommt, okay, Delegator ist schlecht. Delegator ist ganz schlecht. Okay, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um? Wir brechen ihn jetzt natürlich. Er wird ihn einfach wieder rausholen. Er wird einfach wieder auf Delegator gehen. Schlammwoge wäre der Play gewesen, weil das Safety mit Delegator gebrochen hätte. Er wird jetzt noch auf Delegator gehen. Das heißt, wir gehen... Verdammt.
Ist Aerodactyl der Play? Ich kann es mal versuchen. Ich versuche mal Aerodactyl. Also Snobilica, das wird auf gar keinen Fall der Play. Also Aerodactyl. Gut. Ja, Anspannung. Delegator kommt, war klar. Die Frage ist, brechen wir mit einem Doppelflügel den Delegator? Ich bezweifle es. Ich bezweifle es sehr, aber nach einem Clownwetzer sollten wir es brechen. Das heißt, wir gehen auf den Clownwetzer hier an der Stelle. Er wird uns auch nicht one-hitten können. So, damit haben wir ein Clownwetzer-Setup draußen. Und haben jetzt eine sehr hohe Genauigkeit mit dem Doppelflügel. Bauchtrommel. Okay, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Das ist ein physisches Set. Das hat er ganz schön knapp überlebt. Okay. Er hat aber keine Init-boostende Beere. Das ist gut. Das heißt, mit Doppelflügel nehmen wir ihn hier einfach raus. Das heißt, wir nehmen ihn einfach raus. Da ist unser Aerodactyl ein sehr gutes Counter-Set dagegen. Da, der erste bricht den Delegator und der zweite killt es. Sehr gut. Damit ist Glurak auch erledigt. Und jetzt ist unser Aerodactyl in einer sehr, sehr guten Position. Was kommt jetzt rein? Es muss eigentlich Pampros kommen. Mit dem Katapult. Genau, Pampros kommt hier rein an der Stelle. Da möchte ich aber auch nicht drin bleiben. Das heißt, wir gehen hier ins Snobilica tatsächlich rein. So. Da ist Snobilica auf jeden Fall der Play. Der Gegner überlegt gerade ein bisschen länger. Mal schauen, was er macht. Da bin ich gespannt. Also sieht gerade sehr, sehr gut für uns aus. Also das Team geht optimal auf. Das Team geht richtig, richtig gut auf. Okay. Ja, er wird halt safe für Katapult gehen. Das muss er machen. Einen anderen Play hat er nicht. So, aber der macht auf Snobilica nicht viel. Wie viel macht es denn? Hat er halt Body Press, ist die Frage. Okay, das macht nichts. Wir haben die Überreste. Wir haben die Überreste. Und ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal auf den Knockoff. Weil seine Überreste nerven mich so ein bisschen. Selbst wenn er dann den Verteidigungsboost bekommt, aber wir haben ja immer noch Amoroso. Das heißt, wir gehen hier immer für Knockoff. Immer, immer, immer. So. Gut, da muss ich kurz nebenbei schreiben. Knockoff ist weg, Erdbeben hat so gut wie gar keinen Schaden gemacht. Und wir gehen hier auf die Abgangstirade, alleine weil wir mit Snobilica nicht so viel dagegen machen. Und wir holen hier unser Amoroso tatsächlich rein. Weil jetzt macht sein Erdbeben relativ wenig. Amoroso hat auch eine sehr, sehr gute Death. Und wir können es mit Amoroso hier beenden. Mit einmal Surfer und einmal dem Steinstrahl, oder wie heißt das? Ne, Meteorstrahl heißt es. Genau, jetzt überleben wir dadurch das Erdbeben. Durch die Abgangstirade. Wobei wir müssen es auch so gerade überlebt. Sollten es auch so überlebt hätten können. Wollen würden? Nein, okay. Jetzt mit Surfer besiegen wir hier das Pampros und dann können wir mit dem Meteorstrahl das Mantax erledigen. So. Genau, jetzt kommt hier noch Mantax rein und wir beenden das Ganze mit dem schönen Meteorstrahl, einer wunderschönen Animation. Und durchs Energiekraut setzen wir den auch sofort ein. Mit dem Boost noch dazu. Sehr, sehr gut. Und damit ist auch das letzte Pokémon besiegt. Und das Team ging optimal auf. War wunderschön. Der Gegner hatte leider relativ wenig Chancen, aber ich wollte halt zeigen, dass
dieses Team so funktioniert und dass Nobilikat eben ein wichtiger Teil dieses Teams war. Und das war's. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Pokémon ihr jetzt nächstes sehen wollt. Ich würde mich super freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.